willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich mal alleine, denn dieses Projekt will ich ganz alleine starten. Ich werde auch versuchen, dass ich so gut wie möglich Hochdeutsch mit euch rede. Und heute spielen wir Hypixel Skyblock. Ich habe gesehen, das Projekt kommt bei vielen YouTubern relativ gut an im Internet. Also habe ich mir gedacht, das nehme ich auch mal auf und ich habe mich schon ein bisschen eingespielt auf einer eigenen Insel, aber das ist die YouTuber-Insel sozusagen. Und hier werde ich ganz alleine Hypixel Skyblock spielen. So, als erstes müssen wir schon mal, wie man oben sieht, man hat lauter Quests, die werden immer oben angezeigt. Als erstes muss ich schon mal Holz abbauen. So, dann müssen wir eine Werkbank craften. So, wie ihr seht, es ist schon alles ein bisschen anders, weil man kann alles aufwerten, was ich so gehört habe. Man hat andere Recipes, also es gibt auch andere Rezepte, nicht nur die Standard-Minecraft-Rezepte. Man kann zum Beispiel auch, irgendwelche speziellen Items craften und... Ja, aber das werden wir noch alles in diesem Projekt erfahren. So, jetzt mache ich mir erstmal ein bisschen Oak Wood Planks. So, dann müssen wir eine Spitzhacke craften. So, und jetzt mit Cherry Token. Das ist der Villager hier drüben. Dazu baue ich jetzt erstmal den ganzen Stein hier ab, damit wir mal rüberkommen zu ihm. Und ja, wenn ich es nicht vergesse, beschleunige ich diesen Teil. Buggy. So, jetzt stoppe ich mal kurz, denn hier sieht man, unten links habe ich jetzt ein Level Up bekommen von Bruchstein 1. Und jetzt kann ich zum Beispiel einen Cobblestone Minion craften. Ein Minion ist etwas ganz Spezielles. Einen Minion, das ist so ein kleiner Typ. Den haben wir hier drüben auf dieser Insel, sieht man ihn schon. Das ist ein Cobblestone Minion, das heißt, der baut Cobblestone ab. Und der hat rund um sich... 2x2 in jede Richtung von ihm aus gesehen ein Cobblestone und das baut er immer wieder mit der Zeit ab und platziert es neu und dann baut er immer mehr Cobblestone ab und aus diesen und das sammelt er in seinem Inventar und das kann man dann aus seinem Inventar nehmen und ja, dann bekommt man mehr Cobblestone und wenn man merkt, noch mehr Cobblestone hat, kann man ihn upgraden, das heißt, er wird entweder schneller oder er baut mehr ab oder hat mehr Inventar, je nachdem was das Upgrade ist. Der hat zum Beispiel jetzt noch kein Cobblestone gefarmt. Wenn man hier klickt, dann sieht man, was man braucht, damit man ihn upgradet, aber man muss ihn nicht extra abreißen und ihn in die Werkbank setzen, sondern man kann einfach hier und dann drücken und dann levelt er sich von alleine auf, aber ich brauche noch 121 Cobblestone mehr. So, und jetzt reden wir mal mit Cherry. Der sagt, die Skyblock-Insel ist nur ein Stück von einem größeren Universum. Das Skyblock-Universum ist voll von Inseln, die du erkunden und Ressourcen kennenlernen kannst. Benutze das Portal und geh zu der ersten von diesen Inseln, dem Skyblock Hub. So, das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier durch zum
zum Skyblock Hub. So, das ist das Skyblock Hub. Hier kann man traden, sein Geld einlagern und lauter verschiedene Sachen. Es gibt auch verschiedenste Minen, die sind alle in diese Richtung. Und ja, man kann hier so gut eigentlich Sprachen lernen, Bubble. Jedes Item, das in Minecraft existiert, kann man hier abbauen und erfarmen. Und ja, jetzt reden wir mal mit dem Villagern. Leo sagt, du kannst Blätterrüstung erlernen. Das ist die hier. Die macht man wie? Achso, mit Eichenlaub, okay. Also der hat gesagt, du kannst Laubarmor, also Laubrüstung, kriegen, wenn du Holz abbaust. Da ist ein Wald im Westen vom Dorf. Da kannst du Holz abbauen. Und deine Location, also deine Collection, meine ich, kannst du im Collection-Menü in dem Skyblock-Menü ansehen. Die Welt ist voller Ressourcen. Erkunde die Insel und entdecke neue Items, die du collecten kannst. Also einsammeln kannst. So, das Recipe-Book ist hier im Skyblock-Menü. Sieht ihr schon, wenn ich es aufmache? Hier ist das Recipe-Book. Da habe ich alle Recipes und die schalte ich dann nach der Zeit frei. Man kann das alles sehen in der Collection, das ist das. Hier sieht man, was man hier alles collected hat. Das ist eigentlich wieder dasselbe wie das Recipe-Book. Jetzt muss ich cutten, weil Mama verschreibt. So, mach ich jetzt weiter. So, dann weiter zum Tom. Der Tom sagt, ich will dich lehren, wie man die Promising Axe craftet. Ja, so viel Eisen habe ich jetzt nicht. Kurz gesagt, ich habe noch gar nichts. Aber sagen wir mal, was er gesagt hat. Also er hat gesagt, ich bringe dir bei, wie man die Promising Axe macht. Und alle Rezepte kannst du im Recipe-Book in dem Skyblock-Menü sehen. Das ist eben, was ich schon gezeigt habe, hier im Skyblock-Menü im Recipe-Book. So, dann gehen wir mal zu dem lieben Felix. Der sagt, du kannst die Ender-Chest in deinem Skyblock-Menü benutzen. Da kannst du Items drin hineintun und die hast du jederzeit. So, das ist diese Ender-Chest, da kann man alles hineintun. Das heißt, ich mache jetzt das mal hier rein. Und das Zeug bleibt immer da und man kann es immer wieder jederzeit, einfach wenn man hier wieder drauf drückt, das ganze Zeug rausnehmen. So, dann gehen wir mal zu Ryle, keine Ahnung, wie man das sagt. So. Da sind 9 Skills in Skyblock. Farming, Mining, Foraging, Fishing, Combat, Enchanting, Alchemie, Carpentry und Runenkraften. Du kannst das alles lernen in dem Skill-Menü, in deinem Skyblock-Menü. Da sehe ich die ganzen Skills in meinem Skyblock-Menü. Das ist da, Your Skills. Da sehe ich alles. Farming, da kann, wenn man echt viel abbaut, dann bekommt man irgendwann das und dann 100%, dass man Doppelsachen kriegt, plus 4 HP und 3000 Coins. So, man sieht schon, unten sind extra Leisten. 100 von 100 HP habe ich gerade, ein Defense und 100 von 100 Mana. Die kann man aufleveln und durch Farming und das alles kann man das alles besser machen und so. So, dann Duke. Bist du neu hier? Du kannst sehen, da ist viel zu entdecken. Mein Tipp ist, dass wenn du mit der Farm startest oder der Kohlemine, beide liegen im Norden von hier. Du kannst bisschen Holz, wenn du ein bisschen Holz brauchst, ist der beste im Westen vom Village. So, dann zum Lynn. Wenn du irgendwann verloren gehst während einer Quest, öffne dein Questlog im Skyblock-Menü. So, das ist hier im Skyblock-Menü, da kann ich hier ins Questlog gehen. Da sehe ich, was ich alles noch zu machen habe und das, was ich schon gemacht habe. So, Vex. Wenn du Shift-Click an einem Player, also Shift-Click machst, kannst du mit einem anderen Spieler tauschen. Beide Player müssen ready klicken und accept trade, wenn man tauschen will. Du kannst mit mir traden, wenn du willst. Shift-Click on me. So. 4, 3, 1. Und ich habe einen toten Busch. Yeah. Ist jetzt mein bester Freund. Oh, kann nicht in die zweite Hand legen. Okay, ist egal. Dann gehen wir weiter zum André. Wenn du einen Bug findest, sag es dem Report oder in den Forums. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Check. Dein Skyblock-Profil in dem Skyblock-Menü zeigt dir Details über deine jetzigen Stats. Das sind 7 Stats. Das sind 7 Stats. Health, Stärke und Defense sind einige davon. Equippe dich mit Armor, Waffen, SS-Wars in deinem Inventar, um deine Stats zu erhöhen.
Oder Level deine Skills, dann bekommst du permanent Boost für manche Stats. So, hier noch Jamie. Du hast vielleicht bemerkt, dass du, ja, irgendwas. Jetzt bekomme ich ein Rook's Word. Cooles Schwert. du hast vielleicht bemerkt, dass du eine Mana-Bar hast. Manche Items haben mysteriöse Fähigkeiten, genannt Abilities. Abilities kannst du benutzen, also verbrauchen dein Mana. Nimm dieses Schwert, ich brauche es nicht. So, mit diesem Schwert, wenn ich hier Rechtsklick mache, verbraucht sich rechts 60 Mana und ich bin und bekomme 20 Schnelligkeit für 30 Sekunden. So, wo sind jetzt noch die anderen Villager? Ich glaube, hier hinter den Hütten müsste, glaube ich, noch einer sein. Ja, Lion. So, jetzt. Eines Tages, eines von diesen Häusern in dem Village wird kaufbar für Coins sein. Hat er noch was gesagt? Irgendwer wird die mieten können, Players, Co-ops und sogar Gilden. Okay. Das heißt, das wird mal in einem Update kommen. Okay, jetzt wartet es wieder ein bisschen. Hier ist kein Villager. Einen muss ich noch finden. So, wo könnte noch einer sein? Stella. Zu jeder Zeit zu jeder Zeit kannst du einen Coop mit deinen Freunden machen. Du gehst einfach ins Skyblock-Menü, wo du das Profil, also das Profil-Menü findest. Das ist, wo du ein Skyblock-Menü zwischen den Skyblock-Menü switchen kannst. Enter slash Coop, follow und also gib slash Coop ein. Und dann den Namen von all den Freunden, die du einladen willst auf der Insel. So. Das könnte ich euch auch vielleicht irgendwann mal zeigen, aber erst wenn es wichtig ist und wenn ich vielleicht mal Items brauche von hier. So, jetzt muss ich mit dem Carpenter reden. Das weiß ich, den habe ich lange Zeit nicht gefunden, der ist in diesem Haus. So. Der Carpenter. Hallo Mr. Illuminati, willkommen zu zum Einrichtungsshop. Verkaufen ist gut gerade. Ich kann keine Ahnung, was er sagt, ich kann es nicht übersetzen. Kannst du mir einen Stack von Wolle bringen, um mein Lager aufzufrischen? So, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Vergesst nicht, das Video zu liken, abonnieren und Glocke aktivieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch einige Tipps oder irgendwas für mich habt. Und dann viel Spaß. Servus.